Laurenz Kogel für Kunsthaus 15 und diesen YouTube-Kanal. Zu Gast heute bei uns Frau Alexandra Simon Tönnes. Wenn ich jetzt sage Magistra, ist das richtig? Das habe ich lernen müssen, sonst hätte ich gesagt genau, Magister Atrium. Ja, genau. Frau Simon Tönnes ist eine renommierte Kunsthistorikerin und wir freuen uns, dass wir mit Ihnen heute ein Interview führen dürfen. Ich möchte ganz kurz, bevor wir ins sogenannte Eingemachte gehen, sagen, warum wir die Idee hatten, Sie zu diesem Interview einzuladen, Frau Simon Tönnes. André Amkreuz, wie gewohnt hinter der Kamera, und ich haben Sie auf zahlreichen Vernissagen hören können, wo Sie Einführungen für Künstler gesprochen haben. Und uns ist, das ist unser Eindruck gewesen, auch mein ganz starker Eindruck, hat immer sehr gut gefallen, dass Sie bei diesen Einführungen durchaus eine kunstgeschichtliche Einordnung vorgenommen haben. Ich sage das jetzt einfach mal so, aber immer konsequent bei dem Künstler und bei seinem Werk geblieben sind. Das fanden wir sehr beachtlich, weil unsere Erfahrung in anderen Fällen das nicht immer so hergegeben hat. Nun weiß ich aber, Frau Simon Tönnes, dass diese Einführung bei Vernissagen eine Tätigkeit ist, die Sie ausführen. Sie arbeiten wissenschaftlich, Sie geben Seminare, auch zum Beispiel zur mittelalterlichen Kunst, und Sie sind für das Ludwig-Forum tätig. Und ich möchte jetzt ganz einfach keine direkte Frage stellen, sondern Sie auffordern, etwas zu Ihrer Tätigkeit uns mitzuteilen. Würden Sie das tun? Ja, gerne. Prima. Ja, ich habe einst Kunstgeschichte, Germanistik und Anglistik studiert in Aachen und in Wien. Das war auch eine besonders schöne Zeit mit tollen Museen, viel Kunst. Und bin in verschiedenen Museen tätig, im Sirmund-Ludwig-Museum in Aachen, im Ludwig-Forum, im Centre Charlemagne, im Begershaus in Heinsberg und bin dort immer als, ja, vor allen Dingen als Guide, also als Führung, für Führungen tätig. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, weil ich immer gerne zwischen Kunst und Besucher bin oder zwischen Kunst und Interessiertem. Also ich finde nichts schöner, als das zusammenzubringen und direkt mit Besuchern vor einem Bild zu stehen und zum einen darüber etwas, ja, zu erzählen und zum anderen aber auch in einen Austausch immer mit dem Besucher zu kommen. Und das Zweite sind eben, ja, Einführungsreden für Künstler. Da finde ich immer ganz wichtig, der Künstler gibt ja in dem Moment, wo er seine Kunst der Öffentlichkeit preisgibt, gibt er etwas von sich her und legt sich ja auch so ein bisschen blank. Also dann, ja, gibt man das, wie gesagt, zeigt man hier, das habe ich geschaffen, und dann setzt man es der Kritik aus. Und das ist überhaupt schon, finde ich, immer eine Leistung. Und das muss gewürdigt werden, indem man dann auch ganz klar darüber spricht, was steckt da für eine Idee dahinter, was hat der Künstler sich dabei gedacht, und ja, einfach sehr ernst zu nehmen in seinem Tun. Und dann mache ich eben auch noch, ja, Seminare, Vorträge, und auch da ist wieder die Idee, ich bin gerne zwischen Interessiertem und der Kunst und gehe da zurück tatsächlich bis ins Mittelalter. Es gibt eigentlich keine Zeit, die mich nicht interessiert, oder kein Jahrhundert, das ich nicht spannend finde. Dieses Jahr habe ich besonders viel im Rahmen des Reformationsjahres gemacht und mich viel mit der Kunst eben um die Vor-, Luther-, Nach-Luther- und vor allen Dingen auch mit der Kunst des 17. Jahrhunderts in Seminaren beschäftigt, weil da natürlich gerade in den Niederlanden, wo der Protestantismus sich sehr stark durchgesetzt hat, die Kunst sich sehr stark verändert. Kunst ist immer Spiegel unserer Welt, Spiegel der Gesellschaft. Kunst steht nie für sich allein, das ist nicht einfach Farbe auf Leinwand, sondern sie erzählt uns immer etwas über uns oder über unsere Vorfahren, über die Gesellschaft, wie sie war. Und deswegen finde ich das im Rückblick besonders spannend. Heute ist ja was ganz anderes. Wir stehen hier und sind umgeben von unserer heutigen Kunst.
da sind andere Generationen nach uns gefragt, da im Rückblick etwas über ja, den Spiegel der Gesellschaft in der Kunst zu sagen. Das habe ich verstanden, Frau Simon-Törris. Wir sind ja hier in einem spannenden Gebiet in der Euregio. Hier grenzt Holland, Belgien, Deutschland. Wir haben sehr viele Partnerschaften über die Grenzen. Wenn ich jetzt Grenzen sage, ist es ja fast auch schon falsch in dem Europa, in dem wir uns befinden, obwohl Grenzen ja leider Gottes schon wieder eine Rolle spielen. Aber hier in der Euregio habe ich immer das Gefühl, dass das Zusammenleben sehr gut funktioniert und Einflüsse über die Grenzen spielend geschehen. Sind Sie in den Niederlanden und Belgien auch tätig? In Eupen war ich schon mal tätig, in den Niederlanden weniger, wobei, wie gesagt, da liegt mein größtes Interesse an der Also das Kunst muss sich ändern, Niederlande. Ne? Genau, ja. Dahin kann ich gerne erweitern, aber es spielt sich schon in erster Linie hier in der Region ab, wobei, wie gesagt, da, also in meinem Kopf gibt es da keine Grenze und wie gesagt, ich bin da natürlich auch ganz, ganz großer Fan neben der Kunst unserer Nachbarn. Ja, finde ich toll. Das ist zum Beispiel ein sehr vernünftiger Beitrag zu Europa. Viele Menschen stellen ja fest, funktioniert das überhaupt noch, das Zusammenleben in Europa? Wie gesagt, hier in der Region, in der Euregio, ist mein Eindruck, dass es ausgezeichnet funktioniert. Und mein Eindruck ist auch, dass es in der Kunst und zwischen Künstlern, also Kunstschaffenden, recht gut funktioniert. Und deshalb ist das vielleicht auch mal interessant, dass man hier auch von Ihrer Profession gesehen vielleicht diese Kontakte noch intensiver gestaltet. Da habe ich gleich eine Frage, weil wir eben sagten, auch Ludwig Forum in Aachen. Wie gestaltet sich dort die Zusammenarbeit in der Euregio, auch bezüglich des Themas Europas? Können Sie darüber etwas sagen? Ist da ein Interesse vorhanden, diese Beziehungen in der Euregio intensiver zu gestalten? Sind da auch bestimmte Ausstellungen, die da wegführend sind? Oder muss da noch gearbeitet werden? Ja, ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren. Jetzt gerade ganz aktuell findet ja eine Ausstellung mit Kunst aus Kuba statt. Ja. Also da ist der Blick mal ganz weit weg geworfen worden. Wobei Ludwig eben natürlich auch viel Kunst aus aller Welt gesammelt hat und auch den Blick weit geworfen hat und daran orientiert man sich natürlich an dem Sammler in diesem Haus. Im Ludwig-Forum, denke ich, ist es im Moment weniger der Blick über die direkten Grenzen, aber das hat auch einfach was mit der Sammlung zu tun, auf der aufbauend man arbeitet. Stärker ist es schon fast im Sürmann-Ludwig-Museum, wo ja nun auch der Direktor, der Peter van den Brink, Niederländer ist und da natürlich die Kontakte gerade in die Niederlande sehr eng sind, zum Bonnefantenmuseum in Maastricht zum Beispiel, zum Groningen Museum in Brügge. Das hängt immer an den Menschen, die Kontakte haben und die das Miteinander suchen. Ja. Ich glaube, das ist das ganz Entscheidende. Ja. Frau Simon-Törnis, ich habe, das ist ein Jahr her, das kann auch anderthalb Jahre her sein, erfahren. Ich hoffe, diese Information stimmt so, dass das Ludwig-Forum sich bemüht, die 60er Jahre in Aachen, das war ja in Aachen bezüglich der Galerienwelt und der Kunstwelt überhaupt eine sehr spannende Zeit. Das vermisse ich heute, das hat sehr abgebaut, dass das entsprechend aufgearbeitet wird. War diese Information richtig? Ja, es wurde ja schon vor ein paar Jahren aufgearbeitet mit der Ausstellung Nie wieder störungsfrei. Ja. Da ging es ja insbesondere schon um die 68er in Aachen. Und auch derzeit beschäftigt man sich wieder damit. Und natürlich wird es 2018
auch wieder eine, sozusagen eine Jubiläumsausstellung dazu geben. Und das Ganze wird derzeit wieder wissenschaftlich beackert und aus den Archiven wird einiges wieder herausgekramt. Ja. Aber auch gerade bei Franz Erhard Walter, der ja Kunstpreisträger ist dieses Jahr und auch in diese 68er-Szene ja hineingehört, gab es wieder im Rahmen der Ausstellung auch wunderbare Zeitungsartikel, wie er damals in Aachen seine erste Ausstellung hatte. Ja. Prima. Frau Simon-Tönges, ganz kurz nur angeschnitten, etwas, was mich eigentlich selber seit Jahren umtreibt und auch André Amkreuz, die Teilhabe von Menschen am Kunstgeschehen, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind. Ich sag das einfach mal so, Hartz-IV-Empfänger, Menschen, die in prekären Lebenssituationen sich befinden. Und da ist es wohl so, wie ich gehört habe, dass das Ludwig-Forum, das Ludwig-Museum, einen Tag in der Woche hier die Möglichkeit schafft, dass diese Menschen eben halt den Zugang finden. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, bei der sehr knappen finanziellen Ausstattung dieser Leute, dass da keine wirkliche Teilhabe stattfinden kann. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen hier in Wasweiler und müssen dann eine Busfahrt, die schon recht teuer ist, nach Aachen zahlen. Oder Sie wollen zum Beispiel mal eine Galerie besuchen. Dann gestaltet sich das doch für diese Menschen sehr schwierig. Ist da in Zukunft aus Ihrer Sicht mit Besserungen zu rechnen? Oder muss man einfach davon ausgehen, dass auch der kulturelle Bereich weitgehend, das ist ja nicht nur die bildende Kunst, das ist die Musik, Theater, dass man sich da mit diesem Zustand abgefunden hat und im Grunde genommen diese Leute hinten vorlässt. Wie würden Sie das sehen? Besserung, ja oder nein? Mhm. Das ist noch nicht mal eine politische Frage. Ja, sowohl als auch. Sowohl als auch eine Kulturpolitik. Also das Ludwig-Forum hat mit Centes einfach einen Sponsor gefunden und kann so den Donnerstag länger auflassen, die Türen bis abends um 20 Uhr und kann freien Eintritt gewähren. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Viel noch wichtiger sehe ich an, dass die Stadt Aachen derzeit in allen Aachener Museen den Eintritt für Kinder und Jugendliche frei lässt. Also man bis 18 Jahre ist freier Eintritt. Und das ist deswegen ganz entscheidend, weil wir natürlich auch irgendwo gucken müssen, wo der Nachwuchs, also wo das Bildungsbürgertum nachwächst, das sich für die Museen interessiert. Das war natürlich, andererseits ist das seit jeher schon so, wer geht ins Theater und ins Museum? Ja. Das ist natürlich eben dieses Bildungsbürgertum. Ja. Und das geht, das ist ja mehr als ein finanzieller Aspekt. Das hat auch was damit zu tun, wie man herangeführt wird. Ja. Da sehe ich als ganz wichtig an, und was ich auch selber sehr viel mache, ist Führungen mit Kindern, also dass wir die Schulklassen, wir erreichen die Kinder nur über die Schule, nicht über die, dass sie mit ihren Eltern ins Museum kommen. Ja. Aber dass sie mit den Schulen in die Museen kommen und wenn da von 25 Kindern auch nur zwei sind, die da mit großen Augen sitzen und begeistert sind, dann bin ich schon ganz glücklich, weil das ist der Zugang, der ganz wichtig ist, also der Aspekt der Museumspädagogik oder der Vermittlung über eben diese Institutionen, das ist entscheidend. Dann gibt es natürlich auch in Aachen gibt es die Sonntage, die Familiensonntage, die frei sind, freier Eintritt für Familien. Das ist unglaublich, was da los ist und wie viele Besucher wir dann haben. Auch die sind wichtig, aber da hängen natürlich wieder Erwachsene mit dran, die sich auch dann bemühen müssen, mit ihren Kindern zu kommen. Ja. Also es ist eine zweischneidige Sache. Ich glaube, das Interesse nicht kommt, wenn ich es mir leisten kann. Also dass es noch ganz andere Aspekte sind. Und wenn ich irgendwie als Erwachsener sich nochmal mit Kunst und Kultur zu beschäftigen, sehe ich als die Chance viel geringer an, als wenn ich schon als Kind
damit immer wieder in Berührung gekommen bin und diese Welt kenne. Wir müssen bedenken, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die haben ganz, ganz große Hemmungen, überhaupt eine Galerie zu betreten oder in ein Museum zu gehen. Sie fühlen sich unwohl, weil sie sich nicht auskennen. Museen sind seit Jahrzehnten so eingerichtet, dass es kaum Erläuterungen gibt, dass wir die Leute auch nicht abholen, dass sie vor einem Bild stehen und nichts wissen. Und dann fühlt man sich unwohl, wenn man nicht an die Hand genommen wird und eingeführt wird. Deswegen liegen mir diese Führungen so am Herzen. Ja. Wenn er mich da schon mal hinkommt, den kann ich abholen. Ja. Den kann ich mit einfachen Worten oder mit einfachen Erläuterungen in eine andere Welt holen, bekomme immer wieder die Rückmeldung, das hätte ich alles ohne sie nicht gesehen. Ja. Und da müssen wir schon ansetzen bei den Kindern. Ja. Und wenn die diese Hemmschwelle überwunden haben und sagen, in einem Museum komme ich klar, in dieser Welt kann ich mich relativ sicher bewegen, dann haben wir die Chance, dass auch die Erwachsenen, also dass sie als Erwachsene wiederkommen. Deswegen sehe ich das als ganz wichtigen Aspekt an, also der Bereich der Kunstvermittlung. Ja. Wo ich jetzt gerne nochmal den Bogen schlagen würde, auch zu Seminaren. Ja, das sind also Führungen in den Museen. Sie geben aber auch spezielle Seminare. Und ich sage jetzt mal einfach Erwachsenenbildung. Mhm. Ja, kann man das so sagen? Genau, das sind Erwachsene, die interessiert sind. Die interessiert sind. Ja. Und ich habe einige Beiträge von Ihnen auch im Netz gesehen. Und dann nochmal zu der mittelalterlichen Kunst. Das ist dann schon so, dass man sagen kann, das ist ja nicht so ganz einfach. Und diese Seminare, sagen Sie uns doch, sind das Kunstvereine, sind das Institutionen, sind das Gruppen interessierter Leute, die Sie dort buchen? Was kann man sich da weitgehend über die Bandbreite vorstellen? Wie schaut das aus? In diesem Jahr sind es insbesondere die Kirchen. Die Kirchen. Aber das liegt natürlich am Reformationsjahr. Das liegt an diesem Jubiläum. Also die evangelische Kirche, das ist die Erwachsenenbildung im Kirchenkreis Jülich, wo ich dieses Jahr viel gemacht habe. Da sind dann einfach, das sind interessierte Erwachsene. Das Wissen reicht von bis. Es gibt dort Leute, die glücklich sind über jeden Input und andere, mit denen man auch mal schnell ins Diskutieren kommt, weil sie sagen, na, das ist aber doch so und so und das war aber doch ganz anders. Das macht auch sehr viel Spaß, wenn man da in einen Austausch kommt. Ich lerne ja auch nie aus, lerne auch immer noch dazu. Und ja, das ist auch die katholische Kirche, das Bistum Aachen mit dem Katechetischen Institut habe ich in letzter Zeit viel zusammengearbeitet. Ja, solche Einrichtungen sind das im Moment in erster Linie. Mhm. Das ist immer bei unseren Interviews so, das darf Sie jetzt nicht irritieren. Ich meandere immer zwischen den Themen. Mag daran liegen, dass wir uns nie ein festes Konzept machen, weil wir es immer spannend finden, das auch so ein bisschen handmade zu machen. Und ich komme jetzt nochmal zu den Einführungen für bildende Künstler. Das sind Bildhauer, das können Kunstfotografen sein, das sind Maler. Mir ist also aufgefallen, zuletzt, wo Sie für Professor Dieter Krumbiegel gesprochen haben, Y Aachen, dass ich den Eindruck gewonnen habe, dass Sie sich intensivst mit dem Werk beschäftigt haben und dort hervorragend vorbereitet sind. Das ist doch, kann ich mir vorstellen, zuerst mal eine geistige Leistung. Und Sie sind Geisteswissenschaftlerin, vollkommen klar. Aber Sie betreiben das doch, mein Eindruck, sehr intensiv. Wie kann man sich vorstellen, wie bereiten Sie sich davor? Recherchieren Sie über den Künstler? Sagen Sie uns etwas dazu, Frau Seebach-Dennis. Dank Internet. Es ist ja heute eine wunderbare, also herrlich. Ich frage mich immer wieder, wie habe ich das eigentlich im Studium gemacht? Ja, da ging man in die Bibliothek und kramte die Kataloge aus den Regalen und ging in die Diathek und kramte die Dias raus, die man brauchte
für einen Vortrag oder ein Referat. Und heute kann man natürlich einfach schon mal im Internet sehr viel sehen, was Künstler gemacht haben. Mir ist aber auch am allerliebsten, wenn es irgendwie geht, treffe ich mich vorher mit dem Künstler. Einfach nicht. Ich komme jetzt nicht mit einem Fragenkatalog oder da auch mit einem Konzept. Natürlich habe ich mir vorher die Werke angeschaut, um schon mit einer Idee hinzugehen oder vielleicht auch schon mit ein paar Fragen hinzugehen, wo ich denke, so daran möchte ich mich festhalten in einer Rede oder das ist so mein Angelpunkt und dazu möchte ich mehr wissen. Aber mir geht es in erster Linie darum, ins Gespräch zu kommen und einfach etwas über die Gedankenwelt, die Intentionen, die Techniken, das malerische Vorgehen, die Materialien zu erfahren. Manchmal ist ja das Endresultat das eine, was jeder Betrachter auch nur hat, aber das hat ja jeder in einer Ausstellungseröffnung. Als derjenige, der darüber spricht, muss man ja noch dort einen draufsetzen können und sagen, gut, wir sind zwar alleine mit dem Bild, aber ich habe jetzt den Vorteil, ich weiß auch ein bisschen was über den Künstler. Und da möchte ich eine Essenz vermitteln, was eben wichtig ist. Und das bekommt man in so einem Gespräch gut raus. Dieter Krumbiegel, dem ist zum Beispiel der Prozess des Malens unglaublich wichtig. Ja, dann, das muss man den Betrachter vielleicht dann auch mal mit auf den Weg geben, weil er sieht nun mal nur das Endresultat. Ja, ja. Und diese Schichten, die sich dort auftun, wenn man das zum Beispiel einmal erwähnt, dann sagen viele, ach ja, stimmt, jetzt sehe ich es ja auch erst. Ja. Wenn man einmal das mitgegeben hat, das können ja nur Kleinigkeiten sein, die ein Werk eröffnen. Das kann mehr auf der technischen Ebene sein, das ist oft ganz interessant, wie viele Schichten auf einem Bild sind, wie der Künstler das intensivst erarbeitet in einem ganz langwierigen Prozess. Oder das kann die inhaltliche Intention sein, das Thema, mit dem er sich befasst. Es gibt Künstler, die sehr historisch arbeiten, da bedarf es einfach einer Erläuterung. Ach ja, stimmt, da meint er die und die Geschichte. Sei es, ich als Beispiel mal Künstler, die sich nochmal mit der RAF beschäftigen, das ist jetzt gerade wieder Thema. Oder jetzt hatte ich gerade eine Ausstellung Künstler, der hat sich intensiv nochmal mit dem Wendethema 89 beschäftigt. Und das ist ja nicht jedem sofort klar. Um das so ein bisschen dann zu erläutern, das ist mir auch immer ganz wichtig. Also etwas von dem Künstler, von seiner Intention mitzugeben, von der Technik, vom malerischen Vorgehen. Da so ein, ich sag mal, Paket zu schnüren und ja, das vielleicht auch noch einzubinden in einen kunsthistorischen Zusammenhang, wenn der Künstler vielleicht ganz bestimmte Stile oder Künstler als Vorbild hat. Also wie gesagt, das Gespräch ist wichtig. Natürlich das Original anschauen. Ich gehe vorher in eine Ausstellung und will das einmal vor Ort sehen, weil ich es auch immer ganz gut finde, wenn man auf bestimmte Werke direkt hinweisen kann. Es ist für den Betrachter oder für den Zuhörer viel angenehmer, wenn er nicht nur hört und irgendwo in den luftleeren Raum schaut, sondern wenn er ganz konkret etwas anschauen kann und das mit den Worten, die er gerade hört, verbindet. Das bleibt auch einfach intensiver haften, wenn wir über zwei Sinne sozusagen angesprochen werden. Also mir geht das auch so. Sie haben vollkommen recht, zumindest aus meiner Sicht. Und ich denke, das ist auch wirklich so. Frau Simon Tönges, ich habe eine renommierte Kunsthistorikerin zu Gast. Was also bedeutet, ich muss Ihnen eine wichtige Frage stellen, die Sie durchaus kompetent beantworten können. Wir erleben ein Galeriensterben. Also wenn Sie mal auf Foren im Internet gehen oder zum Beispiel die Fachzeitschrift Atelier oder Cross Art in Köln, Sie lesen, wieder eine Galerie geschlossen, wieder eine Galerie geschlossen. Was passiert da auf dem Kunstmarkt? Was passiert da? Das sind meistens Galerien auch, kann man das sagen, in der Provinz. Mhm. Das ist eigentlich kein schönes Wort. Was passiert da, Frau Simon-Tönnes? Ich glaube, da tut sich so eine ähnliche Schere auf wie in der Gesellschaft überhaupt. Es gibt die ganz großen Galerien, die ganz renommierten, ganz etablierten, die immer größere, höhere Preise erzielen, die auch sehr, die ihre Künstler sehr dezidiert auswählen und keine Breite bedienen. Und was so ein bisschen wegstirbt, ist wirklich der,
ja, der Mittelstand der Kunst kauft in einer Galerie. Ja. Vielleicht geht man auch mehr zu den Künstlern selber, weil jeder Künstler hat eine Internetpräsenz. Ich kann jeden Künstler erreichen, ich kann ihn anmailen. Jeder Künstler hat ein Kontaktformular auf seiner Internetseite. Ja. Das heißt, ich umgehe die Galerie. Ja. Das ist noch ein weiterer Punkt. Und ja, und wie gesagt, das, also man glaubt ja nicht, was auf der Art Basel, was auf der Art Cologne, was auch auf der TEFAF jetzt im Bereich der modernen Kunst für Preise erzielt werden. Das ist ja der Wahnsinn. Also Kunst wird ja gekauft und verkauft, wird als Geldanlage dann in dem Fall natürlich auch gerne gesehen. Und was, glaube ich, wirklich im Aussterben ist, ist dieses, ja, dieser Mittelstand, der in die kleine Galerie geht und da Kunst kauft. Ich höre immer wieder den Kommentar, dass Kunst zu teuer sei. Das ist eigentlich ganz unglaublich, wenn man für einen berühmten Künstler würde man vielleicht ganz viel Geld geben und für den Künstler, der viele, viele Stunden an einem Werk gearbeitet hat, sagt man, womöglich noch kann ich auch oder ja. so. Ja. Oder ja. das mache ich mir selber. Ja. Also ich habe schon Sachen gehört, die glaubt man gar nicht. Natürlich sind das Menschen, die sich nicht vor die Leinwand stellen und das mal ausprobiert haben und dann ganz schnell merken, so einfach ist es gar nicht. Oder es steckt ein langer Prozess auch dahinter, in dem das erarbeitet worden ist. Aber da ist die Wertschätzung auch sehr stark gesunken. Ja. Ich habe das in der Fotografie so erlebt. Es ist ja auch so, Kunstfotografen, die Zahl nimmt ab. Die Vorstellung der Menschen heute mit hochentwickelten Kameras. Weil jeder fotografiert. Jeder fotografiert. Und manchmal ist es sogar so, dass sie mit sehr guten Kameras auch als Laie sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen. Ich kenne Künstler, die fotografieren mit ihren Smartphones. Oder so. Ne? Also ja, es geht, die sind heute das, ausgezeichnet. Genau. Also das einfach die Flut der Bilder hat einfach unglaublich zugenommen. Das mag. Ja, vor allen Dingen dieser unglaublich perfekten Bilder bis hin zu Computerspielen. Das ist ja Wahnsinn, was man natürlich weiß als Künstler und viele Menschen, glaube ich, auch das doch noch sehen. Diese Bilder sind perfekt, aber sie sind ohne Leben. Und das ist also noch etwas, wo Maler sagen, also wir haben durchaus noch die Berechtigung zu malen. So um die Jahrhundertwende, 1905, 1910, haben viele Maler gesagt, was wollen wir da noch tun? Aber die Fotografie im Vormarsch, obwohl noch sehr in den Anfangsschuhen, das hat sich gewandelt, Gott sei Dank. Und das ist ganz gut so, dass das so ist. Frau Simon Tönnes, was mich in jedem Falle noch interessiert, gibt es eine Sache, über die Sie jetzt sprechen möchten, was Ihnen am Herzen liegt? Sie in so einem Interview ist das ja immer so, obwohl es mehr oder weniger schon ein Gespräch war, was sehr schön ist, dass die Fragen irgendwo lenken. Aber es ist durchaus möglich, dass Sie ein Thema haben, wo ich einfach nicht daran denke, das anzusprechen. Sie würden mir sehr helfen, wenn es so wäre, dass Sie es jetzt auf den Tisch bringen. Ja, und vielleicht das eine, dass so überhaupt dieser Kulturbereich in seiner Wertschätzung sehr im Argen liegt. Vielleicht ist es auch, weil in Aachen die Universität oder die RWTH, die Technische Hochschule, immer mehr in Richtung Technik geht und es gibt dort keine Kunstgeschichte mehr und überhaupt nehmen die Geisteswissenschaftler da sehr ab und da wird nicht mehr so viel Wert drauf gelegt. Aber dass wir uns daran nochmal besinnen, wie wichtig eigentlich die Kunst doch ist oder überhaupt die Kultur und wie viel wir an Lebensqualität daraus gewinnen können. Also was wäre die Welt nur noch mit Technokraten und wenn wir uns nicht mehr an dem Bild an der Wand oder der Theateraufführung oder dem Konzert erfreuen könnten. Also das finde ich nochmal ganz wichtig. Und das sowohl im Kleinen, also in der kleinen Provinzgalerie, bis hin zu den großen Museen, die Blockbuster-Ausstellungen machen, ist einfach Kunstgenuss auch, wie gesagt, immer etwas, was uns emotional anspricht, aber auch was die Ratio ansprechen kann. Und das ist mir immer wichtig zu vermitteln und dass man das einfach wertschätzt. Man wird schon mal gern so ein bisschen belächelt, ne? Also was man denn da für ein Hausfrauenstudium
gemacht hätte und dass das ja für den Lauf der Welt alles nicht wirklich wichtig sei, aber es ist unglaublich wichtig für unser Wohlbefinden und auch für das gute Funktionieren einer Gesellschaft, dass es dort mehr gibt als das Materielle. Ja. Das ist nochmal so ein... Ja, das ist prima. Idee, was ich, bin ich also froh, dass Sie das so gesagt haben. Wir reden ja immer über das kulturelle Erbe. Wir reden von Kultur. Ich werde erinnert an Oswald Spengler, der eigentlich sagte, die Kulturen leben nicht mehr. Wir verwalten das Erbe der Kulturen. Wir befinden uns in einer Zivilisation und er beschreibt die Zivilisation als einen Endzustand, dem zu eigen ist, dass an den Rändern es fasert. Seltsamerweise, der Untergang des Abendlandes geschrieben um die Jahrhundertwende, fast schon prophetisch, wenn wir die heutige Situation uns anschauen, die westliche Zivilisation an den Rändern flammt es auf. Die Museen verwalten das kulturelle Erbe. Das immer größer wird, das mit immer größer jedem wird. Bild, das entsteht. Ja, und ihre Tätigkeit dort, und deshalb, das muss man mal ganz klar sagen, also mit diesem Hausfrauenstudium, das ist eine fürchterliche Sache. Kunsthistorikerinnen, Kunsthistoriker sind wissenschaftlich tätig, was für das kulturelle Erbe, für die Aufarbeitung, für das Erzählen dieser Kunstgeschichte enorm wichtig ist. Enorm wichtig für jede Gesellschaft. Unsere Politiker tragen ja den Begriff der Kultur und die Verwaltung des kulturellen Erbes. In jeder Ansprache irgendwo taucht das auf. Habe aber manchmal den Eindruck, dass das nicht verbunden ist mit den notwendigen finanziellen Mitteln, um das wirklich vernünftig zu machen. Und deshalb bin ich froh, dass Sie eben diese Ausführungen gemacht haben. Ich finde, das Bewusstsein dafür ist nicht stark genug entwickelt. Auch nicht mehr in den sogenannten, wie soll ich es jetzt mal sagen, im sogenannten Bildungsbürgertum. Also es gibt, wir erleben das in der Familie, ich muss jetzt vorsichtig sein, dass meine Frau das nicht hört, Leute, die sind hervorragend universitär ausgebildet, aber Bildung ist im klassischen Sinne, humanistische Bildung, nicht vorhanden. Ja, das meinte ich mit den Technokraten. Ne? Ja, das ist eigentlich eine schlimme Entwicklung und ich denke, die Gesellschaft wird dafür irgendwann einen Preis zu zahlen haben. Vielleicht noch ganz kurz zu dem kulturellen Erbe, nicht nur hoffentlich der Verwaltung, sondern auch der immer wieder wichtigen Analyse der Dinge. Sie haben eben über das Mittelalter gesprochen, über die Vermittlung. Das ist ganz, ganz wichtig. Frau Simon Tönnes, wie sieht es da mit der Stellenausstattung bei den Museen aus? Kunsthistoriker, die wissenschaftlich arbeiten für Museen, halte ich das für unabdingbar wichtig. Wie sieht es mit der öffentlichen Hand aus? Irgendeine Stadt, die es sich doch erlauben müsste, in der Stadtgeschichte noch einiges zu tun. Vielleicht, dass Sie uns dazu noch etwas sagen. Tja, wie soll ich sagen? Der Stellenmarkt ist überlastet. Oder wie sagt man so schön in korrektem Deutsch? Also, es gibt wenig Stellen. Ganz einfach. Es gibt immer noch, auch wenn es in Aachen zum Beispiel keine Kunstgeschichte gibt, gibt es aber einfach wenig Stellen und viele Bewerber. Das ist einfach seit Jahrzehnten so, das ändert sich nicht. Es wird eher schlimmer, weil Stellen abgebaut werden, eher als dass man Stellen aufbaut. Und daran wird sich auch in der nächsten Zeit nichts ändern. Damit ist die Arbeitsbelastung der Leute, die dort beschäftigt sind, auch teilweise sehr hoch. Und ja, für mich war es immer entscheidend, eine Nische mir zu suchen, weil eben die Stellen nicht da sind und weil die Stadt da auch sehr knapp ist oder die öffentlichen Institutionen, auch die Universitäten, das ist ja egal, wo man hinguckt, Forschungseinrichtungen, überall kämpft man um die Gelder und um jede Stelle und um jeden Euro,
den man einnehmen kann. Auch die Galerien, Sie haben es eben angesprochen, auch die kämpfen, auch die Auktionshäuser, die tun sich, natürlich hat man die ganz großen, das steht in der Zeitung, aber im kleineren tut man sich dort auch oft schwer. Das heißt, man muss sich Nischen suchen, wie man eben, ja, das, also das muss jeder dann für sich selber schauen. Oder das ist dann quasi ja die Folge dessen, Ihrer Frage, dass man dann schauen muss, ja, welche Nische suche ich mir, wo gehe ich hin, was mache ich damit? Ne? Versuche ich in den Kunstmarkt einzusteigen, arbeite ich wissenschaftlich, freiberuflich, gehe ich in die Vermittlung, also welchen Bereich möchte ich da abdecken, schreibe ich Texte über Kunst, arbeite ich vielleicht auch in ganz anderen Bereichen und setze meine Fähigkeiten, mit Wort und Text umzugehen oder auch gut Recherche betreiben zu können, in der freien Wirtschaft ein. Auch den Weg gehen ja am Ende viele Kunsthistoriker. Ja, ich glaube, es ist so, Frau Simon, dann ist das große Unternehmen, ich würde mal sagen Siemens, in dieser auch Kunsthistoriker beschäftigen. Genau so ist es. Ja, ja. Ja, das ist aber zumindest mal dann auch ein Ventil, das mich wieder, vielleicht zuletzt gesagt, zu dieser Wertschätzung führt. Kultur ist so eine Geschichte und Kunst, das finden alle gut. Ne? Durchweg in der Gesellschaft. Sie darf aber nichts kosten. Ja? Das ist eine, also ich finde, das ist eine unmögliche Situation. Es werden hochqualifizierte Menschen ausgebildet und dann nicht angemessen beschäftigt, eigentlich ein nicht so schöner Befund. Ja, dafür sind die umso leidenschaftlicher. Frau Simon Türkis, das war ein tolles Schlusswort. Ja. Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Interview und vor allen Dingen für Ihre offenen Worte. Gerne. Aber nicht so oft. Danke Ihnen.